Schöne. Also im Schwertdesign, genau, Hallo. im Schwertdesign haben sie sich echt Mühe gegeben in dem Spiel. Haben wir Lass mich mal verkaufen ein paar schauen. Sachen. Jetzt haben wir auch so eine schnucklige Brille. Der nimmt das ganze Zeug nicht, oder? Ist unverkäuflich. Die Ohren können wir verkaufen, die wiegen aber auch nichts. Das Rauchgedöns nehmen wir auch mit. Oh, der nimmt nichts. Dann halt nicht. Auf Bis wieder, dann. tschüss. Moment. Da geht's raus, ne? Ja. Plötze! Plötze! Ich bräuchte mal. Moment, erstmal. Sesam, öffne dich. Sammle der Rest der Bande. Hugo Hoff. Ich hätte gern Evelyn Gallo, die Akrobatin. Finde ich irgendwie lustiger als den Gnom. So, wir müssen aber ganz kurz. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht durch den falschen latsche hier, wenn ich hier rumlatsche. Hier gehen. Wir gehen da kurz zu dem Waffenschmied. Also wir gehen dahin und von ganz kurz Zeug verkaufen, weil so komplett überladen irgendwo hingehen und kämpfen müssen, eventuell ist es gar nicht schlecht. Weil ich kann mich gerade nicht schneller bewegen als du. Hat eigentlich Plötze ein eigenes Inventar? Mal hier nicht. Da, Plötze. Ausdauer. 15% Bonus Gold, 10% auf Verstümmeln. Bonus Erfahrung beim. Wir lassen das Bonus Gold drin, oder? So ein bisschen. Bisschen Bonus Gold? Ja, denk schon. Weiter so, Plätze. Achtung, ich komme durch. Ich diene dem ewigen Feuer. Ich hasse sie auch, Radger. Finsternis. Überall Finsternis. Moment, links rum oder rechts rum? Spielt keine Rolle. Komm schon, Plätze. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Du würdest irre aussehen. Auf mir drauf. Schon gehört? Bad Rosmarin und Thymian wurde ein Kabarett eröffnet. Es sind harte Zeiten. Deshalb frage ich euch zu. Ich hasse die verdammten Burgen. Die Kassel-Tour noch ist Rats bekanntestes Vorbild. Aber es gibt auch noch die Krüppelkarte. Hi. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Einmal handeln. Was hast du denn im Angebot? Hier können wir Zeug verkaufen. Ganze Zeug her ist ja schlimm. So, den Rest behalten wir mal. Und hier auch blaues und weißes verkaufen wir ungesehen. Oh, ich glaube, Handschuhe tragen immer noch keine, oder? Ne, die haben wir jetzt ausgetauscht mit dem schwarzen Zeugs von Batman.
Bis dann. Und zwar nicht vom Mädchen auf Plötze? Plötze? Sag mal, was macht denn Plötze? Sag mal, geht's noch? Oh, cool. Ich sehe nichts. Bad Anderson, ja, oder Zorro Anderson. Reiten wir? Nee, wir reiten nicht hin. Wir nehmen Schnellreise. Gerald von Anderson. Oder Neo von Riva. Könnte auch sein. Halt, da lang. Ich hab ihm gesagt, er soll seinen Arsch nicht hinpacken, wo er nichts zu suchen hat. So, da war das. Immerhin Evelyn, ja, genau die da. War der Zirkus vorher auch schon da oder ist es extra mit. Ups. Oder ist es nur ein Teil von dem DLC? Wir müssen da links. Links passt. Ich zwar nicht Plötze, aber. Nö, kann ich nicht nehmen. Wieso stehen hier Pferde rum? Sehr, sehr seltsam. Moment, wer von euch denn den Händler hier? Da, Kaufmann. Willkommen. Was hältst du? Aber mal gucken, was er hat. Nein. Willst du mir nicht erstmal was verkaufen? Meine Waren haben keine Beine und laufen nicht weg. Die Karten auch nicht. Nein. Jetzt Haare spalten oder nein. 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 Ich möchte mir dein Angebot ansehen. Ah. Na gut. Wieso muss ich nicht arbeiten? Urlaub. Ich habe gearbeitet. Ich habe schon 2 Meetings gehabt. Dann habe ich mich auf ein Testsystem endlich einloggen können, das ich gestern bekommen habe, was vorher nicht funktioniert hat. Der hat Quint-Karten. Ich habe keine Ahnung von Quint. M höher fahren, M reis, den nehmen wir. Was ist das da? Anführer. Volltest. Volltest nehmen wir auch. Den Rest, der Rest sagt mir nichts. So, Scheingetün. Und ich muss nachher wieder arbeiten. Also ich mache hier quasi gerade nur Mittagspause. Homeoffice und keine Kernzeiten, sei Dank. Weißt du ja, wo du mich findest. Und da ist sie. Die haut bestimmt gleich ab. Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Gerald von Riva, Hexer. Mit Brille. Eveline Gallo, Hermeline? Nur für Freunde. Pluster dich nicht auf, Merin. Und du, red schon. Was willst du? Der gehört doch dazu, oder? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Eveline, bitte. Du kennst ihn doch gar nicht. Was soll das heißen? Er hat sich doch vorgestellt, nicht gehört?
Geralt von Riva. Stell dich nicht doof. Du hast doch keine Ahnung, ob du ihm trauen kannst. Man kann niemandem trauen. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Ganz Ohr. Immer raus damit. Was für ein Problem. Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Traurige Sache, aber darum geht es nicht. Ja. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn, oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Anna, mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein, du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Eveline, ich weiß nicht, ob die Idee gut ist. Ich auch nicht. Das kriegen wir hin. Wird sich wohl zeigen müssen. Haben doch gerade eine neue Armbrust gekriegt. Wie sieht's aus? Ja, Armbrust können wir. Vielleicht bezahle ich lieber die Eintrittskarten? Na komm, wir machen hier Vorstellung. Ich bin nicht schlecht mit der Armbrust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an. Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben? Was gibt's da zu proben? Du musst schießen und treffen. Einen Volltreffer landen. Gut. Na schön. Jetzt oder nie. Starten wir. Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Haben wir gespeichert? Nö. Müssen wir speichern? Los. Nö. Oh, aber es dämmert. Und nun, gute Leute, folgt der Höhepunkt des Abends. Moment, der Himmel hat sich erst geändert. Und jetzt kommt einige Zeit später. Schützenkönig von Angren, Dol Blatana und Bindegarn. Wir haben definitiv das richtige Outfit dafür. Ran an den Speck. Moment, auf was schießen wir jetzt? Ich habe nie aufgepasst. Hey, worauf wartest du? Schieß! Schielst du oder was? Das kann ich auch. Easy. Zum Schluss sahen wir ein kühnes Bühnenstück von Geralt von Riva. Danke fürs Zusehen. Auf bald. Das war's jetzt schon? Schade, dass dieser Herr den Elf nicht erschossen hat. Das wäre toll gewesen. Weißt du, ich dachte nicht, dass ich den Albtraum überlebe. Gut gemacht, Geralt. Na, das war die erste. Das wäre eine Option gewesen. Was ist mit der nächsten? Ist eingestellt. In der Nähe gibt es einen Kräuterkundler. Kennst du ihn? Besorg etwas Schafgartenextrakt bei ihm. Oh, ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexer. Die gefällt mir. Definitiv die richtige Entscheidung. Überrede Kasimir. Moment. Die Frage ist jetzt. Ja, Moment, lass mal kurz die Quest durchlaufen. Ne? Gut. So belauschen und auch nur batalieren, um zu erfahren, wo sich der Koch befindet. Ja, stimmt. Das ist das eine. Der Sprengmeister, der wäre bestimmt lustig, wenn er das halbe Haus da in die Luft jagen würde. Ich würde aber gerne versuchen, das leise zu machen. Also, geh zum Söldnerlager und sprich mit Quinto.
Wie weit ist denn das weg? Ah, gar nicht weit. Plätze. Komm schon, Plätze. Halt rechts. Wegfindung ist manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt reitet es zwar gerade automatisch, ne? Reitet aber auch mal automatisch in eine Richtung, wo man gar nicht hin will. Aber wir hatten damit angefangen. War das Assassin's Creed Odyssey? Wo man aufsitzen konnte und dann zum Ziel folgen, war das, glaube ich, ne? Man konnte nicht frei bestimmen, ja, reite mal dahin, ne? Und dann sich einen Kaffee holen. Aber man konnte bis zum Ziel reiten. Was auch nicht immer gut kam, weil das Pferd ist auch mal durch Gebiete geritten, wo man eigentlich nicht hin sollte. Und dann wurde man angegriffen und dann ist man gestorben, wenn man Kaffee geholt hat. Aber das hier... Ja, man kann halt nichts anderes machen, Kinder. Aber kriegen wir auch hin. So, hab ein Ziel markiert. Ist hier keine gelbe Linie. Red Dead Redemption 1 sowas schon. Okay, der erste Teil habe ich nie gespielt. Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall. Da konnte man tatsächlich auch ein Ziel markieren und da ist es hingeritten. Also nicht nur einfach Questziel. Ja, den Weg weiter entlang. Wieso es mich jetzt hier querfeld einschicken will? Wieso eigentlich gelbe Linie? Ich habe weiße gepunktete Linien. Hast du gelbe Linien? Hast du eine Mod installiert? Wir spielen hier nicht mehr Mods. So, der ist hier, ne? Servus, also ihr seht nicht aus wie Soldaten. Oh, ich latsche aber rein und rede mit dem da. Egal, ob hier Leute drumherum sind oder nicht. Oh, kommt bestimmt gut. Bist du Quinto? Ja, höchstpersönlich. Servus. Mit wem habe ich die Ehre? Heda, das gefällt mir nicht. Hexer, bleib gefälligst vom Käfig weg. Klar? Ne. Hab's auch noch mit dem PS4-Release gespielt und vermutlich kommt es... Der erste Teil für den PC, an Erinnerung mit der gelben Linie. Und wieso sollte man den ersten Teil jetzt auch noch für den PC rausbringen? War der besser als der zweite Teil? So, was hat er getan? Womit ist er euch denn auf die Zehen getreten? Uns nicht. Er hat so ein paar Bankiers besorgt, die wollen jetzt seinen Kopf sehen. Gegen Gold. Und da Meister Hans von Zideris so geschäftstüchtig ist, hat er mich geschnappt und will die Belohnung. Hat dir jemand das Wort erteilt? Halt den Rand! Weil es den nicht gab und der zweite die Vorgeschichte. Okay. Ach, der erste Teil ist nach dem zweiten Teil? Ich habe den ersten nie gespielt. Keine Ahnung. Ah, stimmt. Da spielt man den Jungen, oder? Ich glaube ja. Bin mir aber nicht sicher. Ich brauche Quinto. Lebendig. Und ich brauche Geld. Jede Menge. Gut, dass mir egal ist, wer mich bezahlt. Du oder die Bankiers? Ich sag ja, äußerst geschäftstüchtig. Und ich sage, halt den Mund. Hör auf, dazwischen zu quatschen. Wo war ich? Ja, ich soll ihn gehen lassen? Sehr freundlich. Her mit dem Zaster. Ich will den ausgesetzten Betrag. Führst dich auf wie ein Fischweib. Handel mal ein bisschen. Um die Belohnung einzustreichen, musst du Quinto erst. Man spielt John aus der Gang. Okay, mit John kann ich gerade kein irgendwie spielt eine Rolle. Gesicht wir verbinden. Alle Zeit ist Geld. Ruhe! Was meinst du, Hexer? Die Bankiers sind weit weg. Ich bin hier und erspare dir Aufwand. Du solltest mit dem Preis runtergehen. Um wie viel? Oh, nicht viel.
Machen wir mal so. Ah ja, also wir hätten auch die 200, aber man kann ja ein bisschen in probieren. Ordnung. Ich nehm's. Es lag direkt ein Konsens in der Luft. Langsam. Noch hat er nicht gezahlt. Red Dead 2 durch? Nein, da habe ich auch nicht. Das ist für mich so das Spiel. Eigentlich spiele ich Red Dead nur noch, um mit dem Pferd ein bisschen durch die Gegend zu reiten. Auf irgendeine zufällige Quest zu stoßen oder ein Banditenlager auszuheben und weiterzureiten. Ich spiele die Hauptstory nicht weiter. Das, keine Ahnung, ich bin glücklich mit dem Spiel, genauso wie es ist. Ein Pech. Hier, bitte. Kannst nicht weiter sagen, weil die Story ist gut. Ja, okay. Dann muss ich es doch mal zu Ende spielen. Quinto, du bist strohblöd, hast aber ein Riesenglück. Aber wie bist du? Grete, gestern. Ich habe auf einen ruhigen Augenblick gewartet. Der Hexer war schneller. Wusstest du schon oder hast du Angst? Du meinst den Red Dead? Nein, das ist mit dem Grund, wieso ich nicht weiterspiele. Ich weiß, was passiert. Ich habe mich selber in Streams gespoilert. Deswegen, eben, ich bin glücklich mit dem Spiel. Genauso wie es ist. Es muss eigentlich nicht weitergehen.